So, und da sind wir da, bei Subnautica. Und ich weiß immer noch nicht, was das für ein komisches Blinken ist. Ich glaube, das sind einfach die Fische, die hoch und runter springen. Ich meine, die tun das am Tag eigentlich eher. So, ich wollte mal eben was nachgucken. Obwohl, warte. Wir können mal eben was machen. Haben wir noch Kupfer? Wir haben kein Kupfer mehr. Hier sollte eigentlich noch was irgendwo an den Wänden hängen. Und ich habe noch einen Anruf. Anruf vor allem. Da hat jemand auf meine Callbox gesprochen. Ich sehe nichts. Manchmal ist das was Gutes, wenn man nichts sieht, aber hier ist es irgendwie nicht so toll. Ja, ich sollte auf jeden Fall besser in so eine Höhle rein, wie hier jetzt. Bist du? Du Lochfisch, ey. Wir könnten eigentlich gleich auch schon mit der Basis anfangen. Ich würde nur schon vorher gerne einen besseren Ort suchen. Als hier jetzt direkt. Oh, der Reefback sieht cool im Dunkeln aus. Ich weiß zwar nicht, was ihm das für ein evolutionären Vorteil bringt, wenn er so hell leuchtet, außer dass man ihn halt sieht, aber ich glaube, man hört ihn sowieso, wenn der irgendwie näher kommt. Hier tut er ihm zum Glück ja nichts. Wie denn auch? Gut, in der Zeit, in der ich hier jetzt rumschwimme, hätte ich schon längst das andere geholt, was ich da jetzt holen wollte. Aber okay. Hier habe ich, glaube ich, letztes Mal angefangen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwo so eine Kreuzung, sage ich mal. Hier kann man schwer sagen, dass es eigentlich eine Kreuzung ist, aber. Sah aus wie eine Kreuzung. So, hier gibt es einen Ort, wo ich dann gerne meine Basis nachher hätte. Obwohl, hier wäre natürlich auch gut. Hier kriegt man nämlich sehr gut schnell Ressourcen. Wie Kupfer und so. Und Kupfer wollte ich ja. Warte. Der kommt. Ich dachte, der lässt sich jetzt noch Zeit, weil der. Ich konnte ihn nicht hören. So, das wollte ich tun. Dafür wollte ich mir jetzt eigentlich den Seegleiter bauen, aber gut. Dann bin ich halt jetzt hingeschwommen. Habe ich dich schon gescannt? Ich glaube schon.
sah halt komisch gerade aus. Ich meine, wäre natürlich hier jetzt schön, wenn ich hier eine Basis bauen würde und man dann immer so Ausblicke auf die Reefbacks hätte, aber. Also den einen Reefback. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Pfadfinderwerkzeug. So, Fasergewebe, das wollte ich haben. Ein Kabelsatz. Wofür ich zwei Silbererz wieder brauche. Da muss ich eben kurz da wieder rüber. Aber auch egal, das muss nicht unbedingt sein, weil wir haben hier Segleiter mit Schmierstoff, Batterie und Kupferdraht. Und damit haben wir einen Segleiter. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Naja, werde ich schon machen. Was essen, was trinken müsste ich auch noch. This is life pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Atommüllbehälter. So ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee hier mit dem Hai. Jetzt rum zu scannen. Und wenn der sich gerade so blöd benimmt, nehme ich das doch gerne. Und nutze das mal aus. So, dafür brauchen wir nämlich diese ganzen Scans für den Scannerraum. Denn dann kann ich hier alles suchen. 30 Sekunden. Ja, ich habe Zeit. Ich jetzt die ganze Zeit irgendwo Nachrichten. Schon wieder ein Reefback. So, schaffe ich aber locker. Der Reefback ist sogar über Wasser. Ja, ich brauche was zu trinken, kann ich gleich holen. Hier muss man ja auch aufpassen, dass man hier nicht zu viele Fische einfach wegfischt, denn wenn man das tut, sind hier irgendwann keine Fische mehr. Deswegen habe ich bisher auch noch nicht so viel geholt. Weiter als bis hier will ich auch nicht rüberschwimmen. Aus Gründen. Denn da hinten ist was.
Abfalleimer, ja klar. Brauche ich. Da kommt man sogar was rein tun. Silbererz. 30 Sekunden. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oxygen. Ja, ich bin da. Silbererz, bitte. Hätte ich gerne. Findet man, meine ich, auch hier unten drin in dem Gras auf dem Boden. Aber, da glaube ich einfacher an den Wänden hier zu finden. So, das hier ist, glaube ich, generell das für Silbererz, das die falschen Steine, die sehen nämlich eigentlich anders aus, glaube ich. Da haben wir doch was Nettes. Kein Titan. Diesmal läuft es halt einfach nicht mehr so gut wie eben. Seek fluid intake immediately. Ja. Alles zu seiner Zeit. Das ist Silbererz, klar. Was haben wir denn, was wir wegwerfen können? Höhlenschwefel. Und Salz. Jetzt bewache hier nicht das Silbererz. Wo ist es? Da ist es. Quarz. Quarz nicht, danke. Kann ich gleich ganz viel von gebrauchen. Ich will da aber gar nicht weiter schwimmen in die Richtung. Ah, da ist das Viech. Die Pflanze meinte ich eben, oder in der letzten Folge beim Reefback. Die habe ich bisher sonst immer auf dem drauf gesehen, aber auf dem einen war jetzt keine. Wieder nur Blei. Auch kein Blei. Ja, mit dem Silber holen, das habe ich noch nie gemocht, aber das wird ja später ein bisschen einfacher. Zum Glück. Gold. Meine Güte. Ich muss halt ein Titan raus. Wer weiß, vielleicht brauche ich nachher Gold.
schwimme besser hoch. Und ich soll vertrinken. Und nicht dahin schwimmen. Ja, mein Gott. Ich tue ja, was ich kann jetzt gerade. Ich werde aber vermutlich sterben, weil ich jetzt zu lang gesucht habe. Und mein Zeug wird dann verloren gehen. Das ist ja blöde. Und ich kann nichts aufnehmen, ja klar. Wenn ich hochgehe, wird das, glaube ich, gespeichert. Sollte eigentlich, aber zur Sicherheit tue ich es mal alles hier rein. Silber, Erz, Gold. Kann mir ja egal sein, ob ich da jetzt sterbe oder nicht. Komm. Weil im Moment ist mir das andere Zeug eher lieber. So, und ich habe nichts verloren, weil ich hier drin war. So. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 18 minus 10, 9. War nicht ohne mich. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, nicht ganz mitbekommen. War mich doch vor dem X. New blueprint acquired. For your convenience, the radiation suit has been added to your blueprint database. Ah, den baue ich jetzt aber noch nicht. So, jetzt hätte ich gerne das andere Silbererz. Wäre ganz nett. Was sage ich aber auch nicht nein. Zeit zur Belagerung aber schon. So, das Gute ist, jetzt habe ich ja auch eine Taschenlampe hier mit eingebaut. Zur Belagerung habe ich hier wahrscheinlich hingelegt. Blei und Silber. So, wir haben was wir wollen. Gehen wir zurück. Und dann hätte ich gerne eine Basis. Da müssen wir auch noch gucken. Hier gibt es nämlich eine Stelle, die hätte ich wirklich gerne als Basis. From the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Mache ich mir doch gleich mal mehrere von und dann essen wir, trinken wir. So, dann hätte ich gerne das Kreislauftauchgerät, den Kabelsatz. Und das Fasergewebe. Ich kann den Strahlenschutzanzug auch schon machen. Hier. Wenn ich noch ein Fasergewebe kriege.
So. Und damit kriege ich ein bisschen wieder Luft, wenn ich unter Wasser bin. So, was wollen wir denn als nächstes hier noch holen? Die mobile Fahrzeugstation wäre natürlich ganz gut. Aber erstmal machen wir das hier. Wo das ganze Titan, was wir haben. Und ich muss den Ort finden. Der war hier. War der hier? Wäre vermutlich einfacher, wenn ich was sehen könnte. Ja, hier ist er. Das hier wird für später ganz gut sein. Und hier habe ich Verbindungen zu sehr vielen Stellen, deswegen ist das ganz gut. So, dann fangen wir mal mit einem Fundament an. Das hätte ich gerne. Ja. Darauf bauen wir dann. Haben wir noch keinen Raum? Nee, scheinbar noch nicht. Machen wir das erstmal so. Ein Solarmodul. Ich kann mir schon keine mehr leisten. Innen drin kann ich mir dann auch wieder einen Fabrikator bauen und sonst alles. Aber erstmal können wir reingehen. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Ja, so wäre das dann erstmal in unserer komischen Basis. Hier brauchen wir nämlich erstmal noch ein paar Teile, damit das auch vernünftig funktioniert. Ich könnte das, glaube ich, noch länger machen. Jetzt, wo wir da schon angefangen haben. Ach, jetzt wird hell. Ja, wollen wir da direkt ein X-Segment hinmachen? Ja, komm. So in etwa sah meine erste Basis auch aus. Damals, als ich angefangen habe. Das ist natürlich nicht so toll, wenn man dann hier drin ist, wenn sowas passiert. Aber wir sind hier jetzt nicht direkt in dem Radius davon. Jetzt gibt es hier voll viel Silbererz natürlich. Ich werde mal eben dafür sorgen, dass wir hier noch wesentlich mehr an Energie haben. Welcome aboard, Captain. Hätte ich natürlich auch gerne hier Räume drin, aber das muss erstmal warten. Fabrikator könnte ich hier reinbauen.
Und ein Kommunikator. Und ein Wandspind natürlich. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Einfach so was erstmal haben. So, Fabrikator kommt hier hin. Kommunikator hier hin. Medikit-Fabrikator könnte natürlich auch ganz gut sein für uns. Aber da muss erstmal warten. So einen normalen Spind wäre natürlich besser als ein Wandspind, aber wie gesagt, erstmal alles reinholen. Tischkorallenprobe. Komm her. So, da wir den Seegleiter schon haben, haben wir dafür jetzt Titan bekommen. Und dann können wir hier wieder rein. Fabrikator fertig bauen. So, Fasergewebe könnten wir hier auch ganz schnell holen. So, du brauchst Kupfererz, kann ich dir auch holen. Aber erstmal Fasergewebe. Weil das ist einfach direkt um die Ecke hier. Ist einfach, wie ich finde, perfekter Platz zum Anfang. Gar kein Fasergewebe, brauchst Kupfererz. Du brauchst Fasergewebe. War ich jetzt nicht dran. So, da haben wir auch Kupfer. Und einmal bitte Fasergewebe. Dankeschön. Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease. They send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. So, das lasse ich erstmal da drin. Weil das können wir dann später für das Gebiet dort hinten irgendwo gebrauchen. Aber dafür müssen wir erstmal noch ein paar Sachen sammeln. Ich könnte da jetzt so auch schon hin, das ist aber ein bisschen gefährlich. Deswegen lasse ich das erstmal. So. Und die mobile Fahrzeugstation als nächstes nehme ich. Ich hätte ich auch schon alles gemacht, ne? Nee, warte, ich wollte hier. Könnte ich machen, ne? Brauche ich ja nicht mehr hier. Obwohl, kann ich nicht. Komischerweise.
So, ich hätte dich gerne. Dich, 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 dich. Und hauen wir ab. So, jetzt ist erstmal das nächste Ziel, das wir ein bisschen erforschen. Vor allem hier an diesen Wrackteilen. Damit wir mehr Zeug bekommen. Der Quarz könnte ich mal eben noch eine dritte Energiequelle obendrauf setzen. Mehr, desto besser. Die Signalboje, die könnte ich ja gut gebrauchen gerade. Den Seegleiter eher nicht so. Gravitationsfalle habe ich so gut wie nie eingesetzt. Aber könnte ich diesmal mal machen. Ey, hier ist nur Seegleiter. Das kannst du mir nicht erzählen. Ah. Sehen wir auch schon so ein. Da könnte ich mal eben rüberschwimmen. Noch so zum Abschluss. So. Und ein Kompass. Und noch ein Seegleiterfragment natürlich. Ich würde wahrscheinlich auch ohne Signalboje hierhin wieder zurückfinden. So gut habe ich die Karte dann doch schon im Kopf. Aber das so besser. Das können wir wegtun, das können wir trinken. Weg, weg. Das könnten wir eventuell noch brauchen. Komm's weg. So, ein Kompass. Kupferdraht und Kabelsatz, natürlich. Kann ich aber bauen. Einfach nur, um es komplett hier zu haben. So. Sonst noch was? Können wir denn noch was bauen? Was wir gerade benötigen könnten. Ein Medikit-Fabrikator könnten wir natürlich gebrauchen. Computerchip, Fasergewebe. Fasergewebe ist jetzt nicht so schwierig. Jetzt wollen wir mal hier draufschlagen. Und dann noch ein Computerchip. Welcome aboard, Captain. Das möchte ich noch gerne machen.
So, Tischkorallenprobe und Kupferdraht. Das war drin, Seegleiterfragment natürlich. Ich habe hier bald keine Energie mehr drin. Ah, da finden wir schon eine Lösung. So, aber zu essen brauche ich natürlich auch noch. Ich könnte ein bisschen weniger Titan gebrauchen, das wäre gut. Ja. Ich habe auch Platz. Zwei Tischkorallen bitte. Dann haben wir doch schon wieder alles für heute. Ja, zu trinken wäre auch gut. Ja, gut, jetzt schwimmen die mir in die Arme. Einen werde ich davon behalten. Moment, da ist voll. Den werde ich nämlich roh hier einfach reintun. Für später ganz gut. Brauchen wir aber erstmal noch mal was. So. Jetzt brauchten wir Computerchip. Dafür brauchen wir noch Kupferdraht. War der Computerchip, oder? Ja. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches baue, das hatte ich schon öfters, dass mir das passiert. So. Na gut, dann sollte ich vielleicht auch... Da will ich den nicht haben. Dann sollte ich vielleicht auch Linksklick drücken und nicht Rechtsklick. So. Dann machen wir da direkt mal ein paar mehr Wandspinde als nur einen. Die werden alle nachher woanders hingetan, weil hier in dem Weg ist das ein bisschen blöd. Und dann tue ich hier erstmal alles rein. Das kann mir jetzt erstmal egal sein. Wie das ist, wir werden dann richtig viel farmen. So, nächstes Ziel würde ich dann erstmal sagen, hier draufklicken. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. Like, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Jo. Der Text geht langsamer als das, was gesprochen wird. In der nächsten Folge werden wir vermutlich dort hinten in dieses Höhlensystem gehen. Könnte gefährlich werden. Und wir werden versuchen, hier noch ein bisschen aufzubessern, indem wir ein bisschen Zeugs finden. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.